Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Frühstücks-TV mit den Inselcampern. Die Inselcamper sind die Leimer und Sven, meine Wenigkeit. Ja, heute schließen wir an unser letztes Fazit-Video, 1,5 Jahre Leben im Wohnmobil. Da gab es einige Reaktionen von euch und darauf wollen wir heute näher eingehen. Wenn es dich interessiert, bleib einfach dran. Bis gleich. Bis dann. Willkommen zurück, ihr Lieben. Schön, dass du dran geblieben bist. Genau, richtig. Ja, wir wollen heute an das Video, unser letztes Fazitvideo anschließen. Da kamen einige Reaktionen. Meisten davon waren wirklich sehr, 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 sehr positiv. Das muss man dazu sagen. An der Stelle viel, viel lieben Dank. Also da waren so viele Kommentare. Ja. Also die letzten zwei Videos eigentlich, Sonntagsvideos. Und auch wirklich sehr, sehr liebe Kommentare. Ja, die einige haben uns schon gerührt, genau. Sehr berührt. Es waren aber allerdings einige Kommentare auch dabei, die eventuell auf Missverständnissen beruhen. Vielleicht waren es auch bösartige Menschen, das weiß ich nicht. Aber das will ich jetzt mal nicht so in den Raum stellen, die uns dann unterstellt haben, ja, wenn ihr mit so vielen unzufrieden seid, beziehungsweise auch mal Lärmele, dann habt ihr uns die ganzen letzten Jahre ja angelogen mit dem Leben im Wohnmobil, dass das alles so toll ist und ja, so schön. Und wenn alles so negativ jetzt auf einmal erscheint, dann müsst ihr ja gelogen haben. Das ist uns so unterstellt worden und da wollen wir heute mal darauf eingehen, dass es eben nicht so ist. Und das wird euch mal Lärmele jetzt, glaube ich, auch ein bisschen erklären, ne? Soll ich? Soll ich? Ja, also entweder ist es wirklich total falsch rübergekommen und das ist auch ein bisschen schwierig, das, was man 1,5 Jahre so erlebt hat, in eine halbe Stunde zusammenfassen. Ja. Also das ist, man versucht das so irgendwie komprimiert, aber ja, kam ein bisschen anders rüber, wie tatsächlich ist. Also das kam ja so rüber, dass ich ja der Spielverderber hier an der ganzen Geschichte bin und die Entscheidung. Bist du doch auch. Die Entscheidung haben wir aber beide getroffen und es ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen, dass sie gesagt hat, so, ich will es nicht mehr und wie immer. Das hast du ja auch selber gemerkt, wo du gesagt hast, okay, das ist, irgendwas ist da und sprich offen drüber. Was ich erstmal nicht gemacht habe. Ich habe eigentlich mit mir selber versucht auszumachen, aber man hat es wirklich gemerkt, mir fehlt was. Und wie gesagt, letzte Woche habe ich erzählt, ich reise total gern und ich campe auch total gern weiterhin. Es geht einfach nur um einfach 4 Wände zu haben, wo du nach Hause kommst. Also dieses nach Hause kommen, mir hat das einfach gefehlt. Und deswegen, nicht nur deswegen, es war auch ein paar andere Kleinigkeiten, die auch dazu, zu dieser Entscheidung, sagen wir mal, beigetragen haben. Aber habt ihr auch bitte Verständnis, dass wir nicht alles nach außen bringen. Also wir bringen schon sehr viel nach außen, ja. Aber es gibt auch die Dinge, die wir nicht unbedingt darüber reden, auch möchten. Mhm. So, ne? War das so? Kannst du das unterschreiben? Ist so. Oder habe ich dich gezwungen? Ja. Ja, und wie wir das damals beschlossen haben, ins Wohnmobil zu ziehen, also ich kann mich erinnern, da waren so viele Kommentare, wo die gesagt haben, ihr seid doch bescheuert, wie könnt ihr das überhaupt machen, bla bla bla. Und die haben wir komischerweise immer, egal welche Entscheidung wir treffen. Ja, ja, und jetzt denkst du, was passiert jetzt denn gerade? Das kriegst du wieder so einen Shitstorm, wo die sagen, nein, ihr könnt das doch nicht machen und es ist schon wieder Fehlentscheidung, aber ich verstehe die ganze Aufregung gar nicht, weil es ist eigentlich unser Leben. Und wenn wir jetzt zu diesem Zeitpunkt entschieden haben, dass wir jetzt einfach eine Pause einlegen, was Camping betrifft. Wir haben auch nicht gesagt, dass wir nie wieder Wohnmobil fahren werden. Also ich habe keine Ahnung, woher die Leute das nehmen. Und das ist auch, wie wir auch gesagt haben, das ist erst für 3 Monate, dass wir nach Thailand gehen, um überhaupt da reinzuschnuppern, ist es wirklich für uns, ob wir auch mit Temperaturen zurechtkommen, weil da wird ja Saison beginnen, es ist ja natürlich ganz andere Hitze. Und dann zu sagen, es geht ja schon wieder blauäugig da rein und ich sage, Leute, hört doch mal zu, ne? Mhm. Oder? Also bei manchen Leuten bin ich wirklich sehr überrascht, was die von sich geben oder was die vorverurteilend mhm. und rein interpretierend in etwas, was du teilweise nicht mal gesagt hast, formulieren und das dir dann als Textkommentar zuschicken. Also bei manchen Sachen, da stehst du nur davor und denkst so, was meint der jetzt? Was stimmt denn nicht mit dem? Also wirklich, das ist ganz kurios. Es gibt auch welche, die meinen solche Kommentare natürlich gut, weil sie sich Sorgen um uns machen. Das können wir auch sehr gut unterscheiden. Es gibt aber eben auch die anderen, die Extremen, die dann irgendwas reinhauen. Und ja, ihr werdet ganz arm wieder zurückkommen und ja, auf Knien bettelnd nach Deutschland rein Einlass zu ersuchen, weil ihr euch die Gesundheit nicht mehr leisten könnt. Und andere wieder, die dann schreiben, die Gesundheitssysteme da drüben sind total beschissen. Oder das
genau zu wissen. Ja, anscheinend wissen sie es nicht oder waren da noch nicht drüben. Keine Ahnung. Wir haben da ganz andere Informationen. Es gibt gerade auf Samui zum Beispiel das ist Bangkok Hospital. Ja, das muss man sich leisten können. Das ist nicht das billigste Hospital. Aber wir sind dafür versichert, dass das unsere Krankenversicherung das eben auch zahlen. Das ist einer der besten Krankenhäuser in Thailand sowieso. Und es hat vom Ruf her einen besseren Ruf wie die meisten Privatkliniken sogar noch in Deutschland. Also muss man echt dazu sagen. Ja. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und gerade aber selbst wenn, dann ist es unsere Erfahrung, die wir selber sammeln müssen. Und ja, vielleicht ist es, wir sind manchmal auch ein bisschen blauäugig, gebe ich zu. Aber das gehört zu uns eben dazu, das macht uns aus. Und wir sind so durch unser komplettes Leben und ich bin jetzt 50 und ich bin froh, dass ich da bin, wo ich bin. Und das habe ich auch mit meiner Blauäugigkeit geschafft und manchmal vielleicht auch so ein kleines bisschen Naivität im Leben oder Gutgläubigkeit. Aber man sieht, man kann es auch so irgendwie erreichen im Leben. Ja, auch ein bisschen Risiko gehört das immer sowieso dazu. Ja. Also ich sage immer, wer nicht riskiert, trinkt kein Champagner. Mhm. Den Spruch hat mein erster Lieferant auf dem Weg gegeben und der begleitet uns lebenslang. Und wie gesagt, und dadurch, dass wir schon mehrmals solche Schritte im Leben gemacht haben, das ist das, was wir beide so geredet haben, auch die letzten Tage gesagt, wir haben überhaupt keine Angst oder dass wir jetzt diesen Schritt machen oder Schritt machen möchten, weil wir vielleicht schon ein bisschen Übung haben in solchen Entscheidungen, was für einen total schlimm irgendwie vorkommt und die Weltuntergang. Auch, was man hier dabei auch immer vergessen, Entschuldigung, würde ich dich da unterbrechen. Was man hier dabei auch immer gerne vergessen, das ist, es ist doch kein endgültiger Schritt. Wir können doch jederzeit, wenn uns irgendwas nicht passt oder wir mit irgendwas nicht zurechtkommen, können wir jederzeit sagen, okay, das war's, wir brechen hier ab und gehen wieder zurück nach Deutschland oder woanders hin auf der Welt, wo es uns vielleicht besser gefällt. Das obliegt doch uns, unserer Entscheidung. Ja? Und was ist ganz komisch ist, wenn junge Menschen, also wirklich junge Menschen, wo die eigentlich noch gar nicht sich aufgebaut haben, los durch die Welt reisen mit Rucksack oder wie mal die das schaffen, fragen wir uns auch oft, ne, dass du mit 20 solche Reisen machen kannst. Ja, finde ich aber schön. Ich finde es schön, aber die werden halt gefeiert, für die ist es toll. Aber wenn das jetzt in unserem Alter, dass wir sowas machen, das ist ja ganz Schlimmes. Ja. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Warum ist denn dann so? Macht man nicht mehr? Weil wir alte Säcke sind. Dürfen wir nicht mehr ausreisen? Also müssen wir in diesen Mustern bleiben? Also dürfen wir nicht irgendwie. Man hat echt auch das Gefühl, dass einem manche in so, wirklich, ich habe es auch schon mal erwähnt, in so einen Rahmen reinstecken und wehe, du machst auch nur einen Schritt außerhalb dieses Rahmens, kriegst du sofort einen Shitstorm. Das ist ganz, ganz komische Mentalität. Also ich verstehe es nicht. Fasst euch mal selber im Kopf. Also ich meine jetzt nur diejenigen, die da so schreiben, ne? Ist klar. Ja, und es ist echt schlimm geworden. Es wird auch schlimmer. Und dann auch so uns denn hinterher oder mir besonders zu schreiben, ja, jetzt, dass wir den Kindern hinterher ziehen. Also die möchten nicht, dass die Mutter immer hinterher zieht. Es ist auch nicht unsere Absicht gewesen. Auch da, überhaupt, solche Leute, die interpretieren irgendwas rein, was überhaupt nicht da ist. Ich habe in diesem Video auch erwähnt, wir haben eine Familienkonferenz einberufen. Weiß nicht, wenn jemand da dabei ist, dem sowas nicht sagt, Konferenz, das heißt, man kommuniziert zusammen und guckt nach einer Lösung für ein Problem und das findet man gemeinsam. Und wenn da nicht jeder mit einverstanden wäre und unsere Kinder, die sind wirklich so erzogen, dass die mit uns über alles offen reden können, hätten die uns das gesagt und nee, ist uns gar nicht so recht oder sowas. Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also unsere Tochter sogar, die hat sich riesig gefreut. Total happy mit diesem Plan, den wir eben haben. Ja. Und das ist für uns halt eine... Ja, der wichtigsten Geschichten. Klar, wenn man gesagt hätte, okay, die wollen von uns irgendwie weg oder so, hätten die uns auch ganz klipp-klar kommuniziert. Dann wären wir nach Kanada. Irgendwo wären wir hin. Und wem das ganz plötzlich gekommen ist, wir haben im Sommer ein Video gemacht, den können wir ja verlinken, unsere Gedanken dazu, dass wir schon länger mit dem Gedanken spielen, Deutschland zu verlassen. Mhm. Klar, wir haben Schweden bereist, wir haben auch Portugal oder keine Ahnung was auf dem Zettel gehabt. Und komischerweise war Thailand sogar auf unserer, das haben wir sogar benannt, namentlich wir dabei. Wir haben aber dann irgendwann gesagt, obwohl wir noch nie da waren. Ne? Verlassen möchten. Und die Kinder haben mit uns vor ein paar Jahren auch drüber geredet gehabt, aber die haben gesagt, nee, Deutschland nicht verlassen. Aber inzwischen denken die auch anders und die möchten halt sich da verwirklichen. Ob das klappt oder nicht, das wird auch das Leben zeigen. Dafür ist es da, um zu leben. Und irgendwie ist man auch stolz, dass sie auch so viel Mut haben. Also, darüber zu gehen. Also, wie ich schon erzählt habe, ich bin auch Auswanderungskind und damals war es
Liebetwegen bin ich herübergefahren. Und ich glaube, so weit hätte ich mich damals auch nicht getraut. Also es ist wirklich über halbe Welt oder andere Kontinente, andere Kultur. Und wenn das nur ein paar Jahre ist, also oder ein halbes Jahr oder wie immer was. Ziehen wir absolut den Hut vor unseren Kindern, dass die so einen Schritt selbstständig und von sich aus alleine gehen. Ja. Da gehört Mut dazu und ja, auch eine gewisse Risikobereitschaft. Die gehört immer im Leben dazu. Mhm. Das ist halt so und da bin ich auch sehr stolz drauf. Ja. Ja, aber ich wollte woanders, hast mich jetzt... Führen Sie fort. Ja, und ich hätte damals, glaube ich, gar nicht... Also das war schon für mich 1200 Kilometer, war schon sehr, sehr viel. Ne? Und dass man die Eltern nicht so sieht oder Freunde, Familie, alles hinter sich zu lassen, es hat jedes Jahr ein bisschen geschmerzt, Weihnachten und so weiter. Und das ist halt, was mit sich selber trägt. Und dann hast du gedacht, okay, wenn die Tochter da auch auswandert, du möchtest nicht, dass die gleiche Erfahrung sammelt, wenn du so weit weg bist. Also das ist ja meine... Ich bin ja ein Familienmensch durch und durch und das ist was, ja, ein bisschen so Traurigkeit bei mir auch ausgelöst hat. Aber mit dieser Entscheidung, dass wir sagen, okay, wir gehen alle zusammen, egal wie das geht und wir werden bestimmt den Kindern nicht an den Zipfel da hängen. Ja, das machen wir hier nicht und das werden wir auf Samoa auch nicht machen. Ja. Nein, und ich glaube, wir werden mehr unterwegs sein wie die. Ne? Das glaube ich auch. Dass wir auch eben die ganze schöne Gegend bereisen. Also wir werden auch Inselhopping machen oder wie immer, was wir uns da ausgemalt haben. Ja. Und da freuen wir uns drauf. Und das wird nicht, dass wir jetzt jeden Tag bei den Kindern sitzen und sagen, Mensch, Kinder, trink mal Kaffee, mach mal Kuchen das und so weiter. Also das würde weder unseren Kindern gefallen, noch uns würde das uns gefallen. Also man muss sich im Leben ja auch immer seinen Freiraum lassen. Ja. Auf jeden Fall. Ganz wichtig. Und das ist einfach, wir freuen uns, was das kommt. Und wenn es auch in die Hose geht, dann geht er in die Hose. Und, das ist unsere Hose, die dann nach ist. So. Genau. Und da war ein Kommentar, glaube ich, der kam jetzt heute rein oder gestern, wo er gesagt hat, da gehört wirklich sehr, sehr viel Mut. Also war wirklich schöner und sagt, umso öfters du sowas machst, umso mehr wächst du da auch. Der hat es so beschrieben, dass Mut wie ein Muskel ist. Und ja, wenn man diesen Mut dann trainiert und immer öfter sich irgendwie was traut, dass daraus eben was ganz Starkes werden kann. Fand ich auch richtig geilen Kommentar. Vielen Dank dafür. Ja, der war. Der hat bewegt. Der hat was bewegt, ne? Genau. Ja, was war was noch? Also waren wirklich ganz viele, ganz tolle. Viele haben sich verabschiedet, weil gesagt hat, die haben keine Lust auf Goodbye Deutschland. Müssen sie auch nicht. Und wie gesagt, also wir tun Camping nicht komplett aufgeben. Ich bin mir sicher, da wird immer wieder irgendwas kommen. Und auch wenn das vielleicht aus Thailand ist, weiß man ja nicht. Vielleicht auch in Deutschland. Also das ist alles nur... Es ist wirklich offen und das ist das, wir wollten auch nicht irgendwann dann mal damit rausrücken, sondern auch euch in unsere Pläne einweihen, wir sagen, weil wir eben die Kamera auch mitnehmen und euch auch und wir werden eine Entscheidung treffen, erst nach 3 Monaten, also oder schon in diesen 3 Monaten wird sich sehen, die Richtung, irgendwo, wo es geht und ob man ein halbes Jahr da oder für komplett, also wie gesagt, das ist noch alles offen und ja. Wir freuen uns. Ja. Der Koffer ist schon wieder gekommen. Ja. Wir haben zwar, jetzt leite ich jetzt irgendwie so ab, Koffer in Thailand gekauft, also auf Samui, aber jetzt haben wir doch noch einen Koffer gebraucht und ja, das sind doch also ein bisschen mehr. Wir sind fleißig am Vorbereiten, weil 3 Monate am Stück jetzt gerade in einen anderen Kontinent, da bist man nicht schnell zurück, weil du was vergessen hast, sondern das will wohl genau durchdacht alles sein, ja, und da sind wir gerade am Planen, am Machen und Tun, ja. Genau. Und dann, ach übrigens, genau, ich gehe jetzt mal die Fragen vorweg, weil ganz viele Leute eben gefragt haben, was mit unserem Wohnmobil ist, wo wir das verkaufen und wir geben das einfach auch aus zeitlichen Gründen und weil wir dem Händler vertrauen, zum Autohaus Hollenstedt, wo wir auch unsere letzten Fahrzeugvorstellungen gemacht haben. Adresse blende ich unten ein in der Videobeschreibung. Die verkaufen das für uns dann im Kundenauftrag. Es ist noch, ein paar Sachen sind noch zu machen an dem Fahrzeug. Wie das Fliegengitter, der Tisch, ein paar andere Kleinigkeiten. Aber, sei dazu gesagt, dafür ist schon ein Garantieantrag gestellt worden bei eurer. Also, von der Firma Dörr-Benkel in Beverungen. Und der Garantieantrag ist auch schon genehmigt von eurer. Das heißt, ihr müsst da, also der Käufer, der muss dann nur nach dem Kauf einmal dahin fahren, muss mit den Termin ausmachen, um die Sachen dann reparieren zu lassen. Und ja. Geht alles auf Garantie auf jeden Fall. Wir haben allerdings leider nicht mehr die Zeit, weil wir dann 3 Monate weg sind. Deswegen machen wir das dann auch so. Genau, das war ja die Frage, wo Sie auch gefragt haben, wo es den gibt. Den gibt es dann ab nächste Woche. Und, ab Mitte nächste Woche bringen wir das Fahrzeug dahin. Also heute ist ja Sonntag und ich denke mal so am Dienstag, Mittwoch bringen wir das dahin. Und
ich schätze mal, mit einer Woche Nachlaufzeit werden die das dann auch inserieren da und ausstellen. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr das Fahrzeug kaufen möchtet, könnt ihr da jederzeit hinfahren. Oder beziehungsweise einen Termin mit denen ausmachen. Ganz wichtig, denke ich mal. Ja. Dass ihr auch jemand Zeit für euch nehmen kann. Genau. So, dann hast du noch ein paar Fragen notiert. Ja, die hast du jetzt mal weg. Ne? Eine habe ich vorweggenommen, weil das war mir jetzt auf der, bevor ich das vergesse. Ja. Da war eine Frage über Instagram, ob wir uns schon oder in Deutschland abgemeldet haben und wie wir versichert sind. Nein, in Deutschland abgemeldet noch nicht. Das ist noch ein langer Schritt. Erstens mal, wir gehen ja erst nur 3 Monate mal darüber. Und in Deutschland abzumelden, das ist etwas aufwendiger, glaube ich, auch rein geschäftlich, wie man das alles regelt. Also das wird noch dauern. Ob wir das machen, steht auch noch in den Sternen. Jetzt sind wir erstmal für 3 Monate da drüben und danach wird weiter gedacht oder weiter geplant, was wir vorhaben. Was Versicherungen angeht, mein Leimel ist ja bei unserem Schwiegersohn, der hat ja eine eigene Versicherungsgesellschaft krankenversichert und da ist privat versichert, genau, und da ist er weltweit geschützt. Ich habe bei der Hanse Merkur eine Versicherung abgeschlossen, eine Auslandskrankenversicherung, die ist von 1 Jahr bis zu 5 Jahren abschließbar und bin damit auch eigentlich weltweit geschützt, bis auf Kanada und USA. USA schließen sowieso ganz viele private Versicherungen aus, weil das da drüben anscheinend astronomische Summen erreicht, wenn du da im Krankenhaus behandelt wirst. Ja. Also wir hoffen nicht, dass wir das in Anspruch nehmen müssen, weil, wie gesagt, wir sind eigentlich, ja, aber soweit gesund, ne? Soweit. Ja. Ein paar Bewegchen haben wir, aber wir gucken auch, dass wir selber immer alles hinkriegen, auch die letzten Erkältung, was wir jetzt Samuel gehabt haben, wo ich denke mal, das liegt ja auch mit Klimageschichte gewesen, also mit Klima, wenn einer zu kalt laufen lässt. Ja. Aber ansonsten versuchen wir immer auf mit natürlichen Mittelchen uns dann zu heilen. Und das klappt eigentlich ganz gut, auch ohne Medizin. Ja. Und, falls ich das noch rausfinde von der Hanse Merkur, diesen Link zu dieser Auslandskrankenversicherung, verlinke ich euch auch gerne unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da draufklicken und euch auch kundig machen. Vorteil ist nämlich, also ich habe diese Versicherung schon abgeschlossen, als wir ins Wohnmobil gezogen sind, weil ich ja wusste, wir bleiben länger als 6 Wochen am Stück auch mal im Ausland. Und die meisten Auslandskrankenversicherungen, die zahlen eben nur 6 Wochen am Stück, wenn du im Ausland bist. Wenn du da 1-2 Tage drüber bist und du hast wirklich was Schlimmes, dann forschen die da auch genau nach und verweigern dann im schlimmsten Fall die Zahlung. Und das wollte ich vermeiden, deswegen habe ich die abgeschlossen. Ja. Das nur so als kleine Info. Genau. So ist das gewesen. Dann war die Frage, meine Frage, der Klaus Peter fragt, der hat auch sehr schöne E-Mail geschrieben, vielen Dank. Schreibt sowieso immer sehr, sehr liebe Kommentare, ganz lieben Dank dafür. Kap und K. Genau. Meine Frage für nächsten Sonntag, könnt ihr euch vorstellen, in Thailand ganz neue Herausforderungen anzunehmen, da die deutsche Mentalität und das Know-how der Deutschen sehr geschätzt wird? Wir können uns eigentlich alles vorstellen. Wir sind wirklich in jede Richtung fast immer offen. Das hat uns auch im Leben schon sehr weit gebracht, auch, dass man umdenkt, also nicht in so eingefahrenen Schienen fährt, oh, das läuft nur so, wie man es kennt, sondern nein, wir sind offen nach allen Seiten, was das angeht. Und wenn sich da drüben irgendetwas ergeben sollte, wo wir ein Geschäftsfeld oder sonst irgendwas drin sehen, natürlich sind wir da offen und werden die Chance, denke ich mal, auch ergreifen, sofern sie uns lohnenswert und realisierbar erscheint. Ja, ja, das auf jeden Fall. Mal immer ein bisschen rechnen, ne? Ja. Und das muss auch einem zusagen. Also es ist, kannst nicht sagen, jetzt gegen was verkaufen muss, nicht dahinter stehst. Nein. Also willst du da drüben keinen Endbestand aufmachen oder sowas? Nein. Nein. Aber also das ist noch Zukunftsmusik. Also. Es muss sich alles auch mit sich selber vereinbaren. Nur so klappen auch die besten Ideen, aber irgendwie was schief. Nee, es gibt Sachen, wo ich sage, nee, das würde ich nicht unbedingt machen. Ne? Ja. Aber doch schon. Die Elfie fragt, das haben wir ja schon jemand gefragt, mit dem, warum Weißwurstwasser so braun bei uns ist. Also wir haben einen Tipp von Zuschauerin gekriegt, dass wir die Gemüsebrühe da ein bisschen reintun. Ins Wasser. Ins Wasser. Und normalerweise gehört da Salz, Prise Salz, glaube ich, und Petersilie. Ne? Aber das haben wir für uns irgendwie rausgekriegt. Das schmeckt echt. Müsst ihr einfach mal ausprobieren, wenn es interessiert. Ja, und ich hoffe, Elfie, dass der Schmuck gut angekommen ist und dass alles passt. Ne? Das ist mal noch die andere Geschichte. Ja. Dann war noch eine Frage, die weiß ich auswendig, weil sie so interessant für mich ist. Ja, leg los. Wie wir das mit Weißwurst in Thailand machen dann. Wir wollen ja in Thailand auch bei der Sonntags Frühstücks-TV machen. Und man kann es wirklich kaum glauben, aber ich bin fündig geworden. Man hat uns einen Zuschauer übrigens auch geschrieben, aber das wusste ich vorher schon. In Lamai, wo wir waren, auf Koh Samui,
gibt es wohl einen Österreicher und der kann Weißwurst besorgen und sogar liefern. Ist jetzt nicht ganz billig, aber das ist auch aus Deutschland oder, ja, denke ich mal, aus Deutschland importiert und von daher ist der Preis auch gerechtfertigt und da freue ich mich auch schon drauf. Die werden wir gerne mal ausprobieren und ja, müssen wir mal gucken dann. Ja. Es gibt auf jeden Fall auch auf Koh Samui Weißwurst und wir werden da bedient werden, sowieso auch schon. Ne? Ja, oder werden es Frühlingsrollen sein. Also ja, genau. Wir werden es berichten. Also vielleicht kommen wir auf andere Sachen. Das muss ja nicht unbedingt, aber du möchtest ja so gerne Weißwurst. Also ich würde schon gerne was anderes jetzt vielleicht bevorzugen. Aber wenn es sich dann mit Weißwurst weitergeht, warum denn nicht? Ne? Wenn es mich glücklich macht. Ich weiß. Das muss ich auch wirklich so zustimmen, weil sonst bin ich wieder die Böse. Ne? Oh Gott, ja. Nichts nachtragen. Aufpassen. Ja, das war, ja. Nein, es ist Quatsch. Was war denn genau? Da war eine Frage, Leimer braucht einen Heimathafen, ist das wirklich Thailand? Nein, also zu Hause ist da, wo die Familie ist. Das klingt, also ist es bei mir so. Mhm. Und wenn die Kinder da in der Nähe sind, da fühlt man sich einfach zu Hause. Deswegen habe ich auch unbedingt damals bestanden, dass wir auf Hemann unseren Standpunkt haben, weil das in der Nähe von den Kindern war. Also deine Idee war, irgendwo künstlich Wohnung in Osten zu nehmen, mhm, oder so, ne? Aber wollte ich nicht, weil, wie gesagt, auch Freundeskreis hier ist und so weiter. Also ich wollte es immer da, wo, ne, der Punkt ist. Ja. So ist das. Richtig. Und auch jetzt gleich wieder für die Skeptiker oder sonst irgendwas, die was ihre bösartigen Kommentare nicht unterlassen können. Auch jetzt, wir haben sofort besprochen miteinander, wenn es irgendeinem von uns da unten aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gefällt, dann wird es offen angesprochen und dann werden wir eine Lösung finden, wie wir entweder zurückkommen oder irgendwo anders hingehen. Das ist zwischen uns eigentlich immer klar geregelt. Ja? Ja? Ja, sonst hätten wir nie so Schritte im Leben machen können. Also ja, wenn eine damit also überhaupt nicht glücklich ist, dann ist die Scheidung vorprogrammiert, glaube ich. Ne? Ja. Gibt es natürlich Leute, die drauf bestehen, ob der Partner mitmacht oder nicht. Und da wird durchgezogen. Aber das ist meistens zum Scheitern verurteilt dann, ja. Ja, und wenn du jemanden zuliebe was magst, wie gesagt, dann anschließend klappt das nicht. Und ist dem so. Ja. Ne? So. Haben wir noch? Nee, das waren nicht viele Fragen. Also wie gesagt, ganz, ganz viele Kommentare, mhm, und viele ganz lieb. Und viele haben sie auch uns vorgeschlagen, dass wir in Goodbye Deutschland uns anmelden sollen. Und dann haben wir beide gesagt, nein, fürs Fernsehen wollen wir nicht. Weil doch, nee, das ist nicht so unser Ding. Ne? Nee. Und mit Kamerateam. Lieber entscheiden wir, was überhaupt, wir sind ja so kamerascheu, das geht gar nicht. Nee, es ist immer besser, wenn man selber entscheidet, was vor der Kamera gezeigt wird. Ja. Und ohne Regie finden wir besser. Ne? Besser, finden wir persönlich. Richtig. Ja. So, das soll es, glaube ich, gewesen sein, ne? Oder war da noch was? Ich glaube nicht, außer dir fällt noch was ein. Und dir fällt noch was ein, oder? Hm? Hm? Also die Woche kamen zwei Videos raus. Einmal in Koh Samui. Also wir hatten den, als mein Svenny sich tätowieren lassen hat, den Blog, ne? Mhm. Und einmal den Movio haben wir abgefilmt, den vollintegrierten. Wer noch nicht gesehen hat, den verlinkt mir da oben. Genau. Und da waren auch so Bemerkungen, was Preispolitik betrifft, obwohl du von vornherein gesagt hast, naja, wir können ja nichts. Ja, drauf eingehen, dagegen. Nein, aber das ist ja, was in der Branche so passiert, ob du jetzt abwarten tust und dann besser wird oder nicht. Also wir sind beide der Meinung, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis es besser wird. Wenn es besser wird. Ja. Wenn es überhaupt besser wird, weil wenn man sieht, was Richtung Süden momentan unterwegs ist, also die ganzen, Schatzi, wir drehen gerade. Ja, Entschuldigung. Die ganzen Campingplätze, die sind ausgebucht. Also bis dieser Boom nachlässt, also ich glaube, das wird dauern. Also ich glaube, braucht man sich keine Hoffnungen machen, dass das nochmal billiger wird, ganz im Gegenteil. Also die Preise, denke ich mal, was heißt denke ich, bin überzeugt davon, die werden noch sehr viel weiter in die Höhe schießen, allein aufgrund des Rohstoffmangels und Lieferprobleme und alles Mögliche. Ja, wenn eine Sache rar wird, dann wird sie begehrter und somit ist man auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Das war schon immer so, ist auch mit Luxusgütern so, wenn die rar sind. Ja, da muss der Geldbeutel etwas offener sein, wenn man sich das leisten möchte. Und es gibt immer Menschen, die sich das leisten können und wollen. So ist das eben. Ja. Habe ich eine Frage noch vergessen? Da hat uns eine auch gefragt nach Thailand, wenn wir jetzt fliegen, nehmen wir jetzt Bares oder wie zahlen wir denn? Zahlen wir da mit Kreditkarte? Zahlen wir mit Bar oder wie machen wir das in Thailand? Unterschiedlich. Also Teilnehmer Bar auf jeden Fall mit und bei bestimmten Gelegenheiten dann eben auch mit Kreditkarte bezahlen. Ja. Ja. So mit Kreditkarte, das. Genau. Ja. Und abheben. Auch, ne? Mit Kreditkarte. Ja, richtig. So. Mit was denn sonst, ne?
Ja, kannst du vielleicht ein Mastercard einlegen oder so? Ja, man kann ja solche Fragen stellen. Das ist nicht lustig. Das muss man auch. Das tut ernst. Das muss man auch beantworten. Ja, und ich weiß es nicht, ob das jetzt das letzte Video aus diesem Wohnmobil war oder nächste Woche noch kommt. Wir werden sehen, wie gesagt, wie wir das jetzt mit Garantiegeschichten hier ist, ob wir nach Bewährungen noch eiern werden oder wird der Käufer eben das machen. Das werden wir dann sehen. Ich glaube nicht, dass wir dann noch rechtzeitig mit dem schaffen, aber mal. Es wird alles knapp und wir freuen uns riesig. Jetzt einfach in die Sonne. Genau. Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, hat euch das Frühstücks-TV mit uns wieder gefallen? Freuen wir uns wie immer über Däumchen Richtung Norden. Falls noch nicht passiert, hier unten ein Abo hinterlassen. Freuen wir uns wahnsinnig drüber und ich hoffe, wir sehen uns hier demnächst wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's alle gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Setz dich mal hin, damit ich das Lichtverhältnis sehen kann. Ich glaube, wir müssen mal aufmachen. Nee, passt. Ja, Schatz. So, warum tust du den Topf so weit weg? Weil beim letzten Mal war der Topf im Mittelpunkt, Schatz. Ja, aber und jetzt, das wollte ich. Jetzt ist nur noch der Dampf im Mittelpunkt. Man muss es ausdampfen lassen. In the middle of the Dampf. So, ne? Mäuschen, wir tun doch ein bisschen noch vorher ein bisschen besprechen. Ich glaube, Butter fehlt. Warte mal. Wir haben keine Butter da. Alter. Nein, dein Spruch ist schön, dass du dran geblieben bist. Wischt. Magst du auch? Ja. Ich teile mit dir, Schatz. Siehst du das? Das ist ganz Neues. Ich teile immer mit dir. Hör mal auf, ey.